Der Cut hat den Absprung verpasst. Hi. Willkommen im Match zwischen Mantaron und den Prinz auf der Map Dämmerungsschlacht der Season 5 in der zweiten Liga. Und jetzt gucken wir, ob es klappt. Warte. Tada! Und es geht, ihr müsstet mich auch hören. Wir gucken uns mal eben die Tabellen an. Wie sieht das in der zweiten Liga aus? In der zweiten Liga hat sich ja eben einiges getan aufgrund des Sieges von Fulgin. Dadurch rückt der Fulgin nämlich weiter auf. Hier sehen wir aktuell der Fulgin jetzt mit 27 Zählern an Reaper vorbei, der mit 26 Zählern jetzt hinter ihnen ist. Prinz mit 25 Zählern, also hier zwischen. Ja, der muss gewinnen, um weiter nach vorne zu kommen. Und überhaupt in die Nähe von Mantaron ranzukommen, hat nur die Chance, jetzt gerade KI einzuholen. Aber dafür muss ein Sieg her. Ja, ich hatte vorher bei der Tabelle einen Filter drauf. Dadurch war es größer, konnte das aber nicht in die Schnelle bereinigen. Das werdet ihr beim nächsten Mal sehen, also werdet ihr nur die Tabelle sehen. Also entschuldigt nochmal die kleinen Anpassungen. Die müssen noch erfolgen. So, der Prinz, jetzt oben links gestartet, aber direkt in die Mitte gefahren. Genau dasselbe, was der Mantaron immer macht. Der ist jetzt nämlich hier unten rechts, ist auch schon in die Mitte gefahren, direkt. Aber er hier vorne hat er zuerst sich aufgebaut und hier rechts. Sonst fährt er immer direkt in die Mitte rein. Hat er diesmal nicht gemacht. Dafür ist sein Kontraend, der Prinz, nämlich schon direkt an dem Jam-Feld dran. Aber nicht optimal. Der muss sich da jetzt erstmal hinbauen. Ebenso auch der Mantaron. Also, innerhalb der Cooldown-Zeit wird die Schlacht hier schon sehr früh in der Mitte hier losgehen. Und das finde ich immer ärgerlich, dass das immer in der Mitte losgeht, weil dadurch sind die Matches hier immer sehr, sehr schnell vorbei auf dieser Map. Ne? Das ist immer das Problem. Und weil sich das so viele Spieler angewöhnt haben, genau das zu machen, ja, habe ich nie längerfristige Matches hier gesehen, sondern relativ kurzweilig. Wir hoffen mal, dass das heute anders wird, dass wir eines Besseren belehrt werden und auch mal andere Längen hier gespielt werden. Weil taktisch ist die Mitte jetzt für beide unwahrscheinlich wichtig, weil beide direkt nach vorne gefahren sind mit ihrem Bauhof. Heißt, mal eben jetzt die Zelte einreißen. Ist nicht. Das können sie denn, wenn sie jetzt so Speed geben, nochmal versuchen zu erreichen, mit dem zweiten Bauhof schnell nochmal zurückzufahren. Puh, wird schwierig. Ja? Prinz ist deutlich besser jetzt in den Kohlen, aber auch nicht lange, weil das Erz wächst hier halt nicht so schnell nach. Und hier ist noch kein Erz vorhanden. Die Mine muss erstmal freigeschäffelt werden, um Erz überhaupt hier wachsen zu lassen. Heißt, er kann sich nur auf die Gems konzentrieren. Und entweder tut er das hier. Und hier vorne wird es eng. Denn hier steht der Mantaron schon. Heißt, er hat eigentlich faktisch nur ein Gemfeld jetzt. Weil hier unten, na gut, er baut sich da jetzt hin, ne? Er baut sich da hin, muss an das Gemfeld ran. Er hat da zwei. Okay, also. Mantaron hier auch da ein bisschen daneben. Das hilft hier nicht. Sehr lange Wege. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, und jetzt kriegen sich hier beide schon in der Mitte in den Stresse. Ja, weil sie so nah nebeneinander positioniert sind. Mantaron hatte, glaube ich, einen kürzeren Weg, ne? Ich glaube, der ist sogar hier rechts gestartet, ne? Gar nicht unten. Ist, glaube ich, rechts gestartet hier. Hat aber lange gebraucht, hier rüber zu kommen. Ja, weil er sich hier positioniert hat. Ah, der wird sie ärgern. Der wird sie ärgern, dass er sich so weit fernab von jeglichen Ressourcen hier positioniert hat. Und der Prinz. Ah, noch keine zweite Raff. Immer noch mit einer Raff unterwegs. Die Wege werden jetzt schon länger. Mantaron noch ein bisschen mehr im Fokus mit der Kohle. Die beiden könnt ihr übrigens korrigieren. Also die würde ich so mal verkaufen. Oder da schon welche hinjagen. Gar nicht drei. Ja, gut, drei macht jetzt schon Sinn erstmal. Um ein bisschen mehr an die Kohlen ranzukommen. Aber er muss halt dran denken, die rechtzeitig wegzuziehen. Und Prinz macht's clever, belagert jetzt das Feld hier. Das ist hart.
Also Mentoran auf dieses hier nur noch angewiesen. Und auf dieses. Die anderen drei, die hat sich der Prinz jetzt so ein bisschen gesichert. Wobei, er hat ein bisschen Schiss gekriegt, weil Mentoran baut sich mit dem Kanonenturm da oben nach vorne. Da ist auch die nächste Raff jetzt hier beim Prinzen aus dem Boden gekommen. Am Jamfeld übrigens Map-Fehler. Nochmal im Groß. Printed Screen. Hier auch. Die Kante ist nicht ganz ab. Nicht ganz abgeschlossen bei beiden. Hier noch ein leer. So, wie sieht's aus beim Mentoran? Ja, noch keine. Ah doch, erster Panzer. Der stand ja aber schon vorhin. Mehr kam noch nicht raus. Wie sieht es beim Prinzen aus? Der fängt schon mit Schützen an. Ja, wirklich clever, das auch zu tun. Ah, noch so keine Bunker hier. Ja, aber er wäre gut bedient hier, wenn er sich ein bisschen nach hinten schon langsam baut. Der Mentoran. Kohle. Relativ gleich bei den beiden. Wobei jetzt flüchtet Prinz so ein bisschen weiter hoch, weil er die Gems hier farmt. Und hier hat Prinz den Truppschützen schon mal ein bisschen nach unten geschickt. Mentoran produziert noch mehr Panzer. Einen hat er hier, ne? Das ist ärgerlich. Es sind, die machen alle komische Wege. Aber sowas von. Guckt euch das mal an, wie die fahren, bitte. Die fahren alle ganz komisch. Der fährt von hier. Der sammelt, weiß nicht, hier oder da. Ich habe keine Ahnung. Also die sind... Was machen die da bitte? Ja gut, ja, oder jetzt oben ein. Kann sein, dass er einen noch nachträglich fokussiert hat. Guck mal, wo der hinfährt. Yippie, yay, yay. Fährt hier rum, hier lang. Hier. Aber den doppelten Weg. Nee. Okay. Doch. Doch, der fährt sogar nochmal hier rum. Ist das unglaublich. Nein, ey. Und dann kriegst du Sammlerstau auch noch hier. Mann. Ey, das ist ja ärgerlich, doch. Das ist ärgerlich. Ja, da muss man doch richtig aufpassen. Das hat viel Geld gekostet jetzt, ne? Das sind die richtig, richtig viel Geld gekostet. Aber schön, guck mal, er hat hier oben nochmal rechts sich positioniert. Dasselbe hat aber auch der Prinz getan. Der hat hier einfach weiter gebaut. Das Tech-Zentrum schön in Defensive. Sehr schön. Richtig nice. Oh, was geht hier oben jetzt? Ja, Mentoran muss sich jetzt auf drei Seiten fokussieren. Da unten? Ja, hat er gar nicht. Denkt, dass er Mentoran da unten vielleicht noch eine Base hat. Das ist Vorteil für Mentoran. Er verläuft sich gerade. So viel hat nämlich der Kollege hier, Prinz, nämlich noch nicht stehen, ne? Also Mentoran ist schlagfertiger. Also wirkt zumindest so. Ne, wobei das täuscht dieser Nacht viel aus, weil das hier die ganzen Schützen sind. Ja, wird mir die Schützen gleich rein. Er wird jetzt feststellen, da unten ist vielleicht nichts. Guck mal, doch. Ja, Tech-Zentrum hat noch nicht aufgedeckt. Mit einem versucht er jetzt hier zu scouten. Denkt, dass er hier ist. Vorteil jetzt erstmal für Mentoran. Dafür hat er hier genug Schützen widerstehen, der Prinz. Hat sich aber schön zurückgezogen in die Defensive. Hinten hat er jetzt nur einen Sammler am Laufen, noch keine Waffenfabrik gebaut. Hat aber auch wieder keine Kohle. Das ist wieder das größte Problem jetzt hier für ihn. Mentoran hat noch. So, eine Minute Cooldown noch und dann geht's los hier. Ja, hat er gemerkt. Oh, der Kollege ist da nicht. Jetzt zieht er sie alle wieder zurück. Ja, das könnte er innerhalb des Cooldowns noch knapp schaffen. Sie zu Mentoran in die Base nach oben zu ziehen. Prinz hat hier auch nochmal einen Trupp. Mit dem kann er hier locker die Panzer gleich rausnehmen. Und Mentoran, ja. Hier fängt er auch an zu verteidigen. Kanonenturm, Schützen, Rockets. Kann er locker was abwehren. Bunker, auch sehr schön gebaut. Ja, da auch ein Bunker stehen. Das war's aber auch. Bauhof. Nächster Bauhof. So, Cooldown ist um.
Es darf angegriffen werden. Und der Prinz macht sich auf den Weg. Geht hier nach oben hin. Achtung, bisher nur hier oben. Sonst nicht woanders jetzt am Angreifen. Das dürfte Mentoron aber locker gebügelt bekommen. Und wenn er jetzt sogar noch gut in Form ist, ordentlich mit Fokusfeuer unterwegs ist, dann kann er sogar noch bei Prinzen rein. Achtung, Prinz kommt mit drei Panzer von hinten und mit den Schützen von unten. Mal sehen, ob er das im Fokus hat. Die Panzer verfahren sich. Wieder Pathfinding-Probleme, wieder Vorteil für Mentoron. Ja, die Masse zeigt aktuell Mentoron-Tendenz. Aber hier die Schützen, die nehmen die Gebäude hier ordentlich mit. Und hier können wir mehr Schützen. Ah, da sind ein paar Bunker. Das reicht aber nicht ganz aus. Oh, da ausgerechnet die Raff noch. Ja, er muss einen kühlen Kopf bewahren, der Mentoron. Heißt, direkt jetzt ihn versuchen rauszunehmen. Da ist nochmal der Konter hier von Prinz. Alle Schützen. Ja, alle Schützen down. Da kommen auch noch ein paar Nachzügler. Mentoron weiter durch die Base hier beim Prinzen. Er muss dranbleiben. Er hat noch die Waffenfabrik da. Er muss die Produktion hochjagen und hier die Panzer rausnehmen. Die nehmen nämlich nebenbei hier die ganzen Sammler raus. Ja, Bunker hin gestellt. Achtung, Mitte verliert Mentoron so ein bisschen Schlagkraft, aber setzt sich jetzt nochmal gegen. Oh, das sollte er hinkriegen. Das sieht sehr vielversprechend für Mentoron aus. Dafür, dass er so spät in der Mitte gestartet hat. Sieht nicht gut aus für einen Prinz. Sieht absolut nicht gut aus. Entschuldigung, Kanontürme könnten helfen. Geld hat er noch ein bisschen. Aber kommt er nicht drauf, it's too late. Und wenn Mentoron jetzt hier noch rausnimmt, dann fehlt ihm noch eine Menge Geld. Die Panzer. Ah, die haben noch keinen Sammler rausbekommen. Oh, aber die Tanja. Das war der Tanja, die da unterwegs war. Die hat zumindest die Raff rausgenommen. Ja, Mentoron. Ja, das ist schon im Fokus hier oben auch mit Schützen unterwegs. Ja, wird schwierig. Das Ding ist gelutscht. Das ist wieder ein Speedy Sunday hier. Da sind wir wieder schnell unterwegs am heutigen Tag. Ich glaube, Prinz hat zu früh gestartet. Er hätte lieber warten sollen. Da hatte er einfach keine Chance. Was er gut gemacht hat, auf jeden Fall mit den Schützen von unten links und von unten rechts, das hat ihn ordentlich einen Schlag gebracht. Aber es war einfach alles zu zeitversetzt. Ja, und hier nimmt Mentoron nochmal die Kohlen raus. Schnelles Spiel. Schneller Entscheid hier für den Mentoron. Damit kriegt er die nötigen Punkte und haut jetzt ab. Von 30 auf 33 Zählern. Kann sich weiter absetzen ins sichere Mittelfeld. Der Prinz rutscht damit immer weiter in Gefahr, in den Kellerbereich zu kommen, dadurch, dass er hier verloren hat. Schade. Wirklich sehr schade. Der Prinz hat nämlich die letzten Male auch echt starke Spiele gehabt. Aber hier auf der Highmap von Mentoron keine Chance. Also schnelles Spiel. Und ich sag ja, das ist das... Ich hab's doch angekündigt bei dieser Map. Das ist immer so gefährlich mit dieser Map, dass die Spieler einfach... Sie ist für mich
Stellungsspiele sehr krass schnell balanciert, ne? Ist ja völlig richtig. Die Map an sich ist wunderbar, ist richtig top, aber sie animiert die Spieler sehr früh in die Mitte zu gehen und damit sich auch sehr früh für schnelle Siege wunderbar. Für längere Stellungsspieler und mehr Taktikgefühl ist es schwierig, weil immer die Spieler dieselben Ideen haben. Wobei beim letzten Mal war Mentoron nur in der Mitte und sein Kontrahent hat versucht, in die Mitte zu kommen. Das hat das ein bisschen verzögert, aber ja. Schnelle Kiste, ne? So, und das Match ist vorbei. Wir holen uns die beiden mal rein und dann talken wir mal mit denen hier. Okay. Hi, ihr beiden. Hallo. Na? Na? Was war denn mit dem Bau los, Mentoron? Hast du dich verbaut? Ich hab mich verbaut, ja. Die Raffinerie, also beschissen hätte ich sie nicht platzieren können. Sorry. Ich war der Meinung, ich war in der Nähe von diesen Erzkristallen, aber die waren weiter unten, wo ich hin wollte. Naja. Ja, ja, war ein bisschen weiter weg, aber ja gut, hast du ja nicht, aber wenn es dunkel ist, ist es dunkel, dann sieht man nichts, ne? Dann, ja, genau. Was machen wir gegen Dunkelheit? Ja, Licht anmachen. Richtig, oder einfach scouten, schade. Also, ich habe auch noch beim Start des Spiels auch noch gesagt, die Map, die neigt ja immer dazu, sehr, sehr schnell vorbei zu sein. Ihr habt das mal wieder bewiesen. Echt. Ihr habt es echt wieder bewiesen, dass das echt ein verdammt schnelles Spiel ist. Wobei, Prinz stand richtig, richtig gut da. Wie ging's dir dabei, Prinz? Ich... schlecht. Ich stehe immer gut da und nach 11 Minuten stehe ich nicht mehr gut da. Das ist so... Faszination, ja, Prinz. Nee, ich glaube, diesmal kann man das einfach darauf berufen, dass du, denke mal, als allererstes den Shutdown probiert hast bei ihm und... Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Mentor noch ein, zwei Mädchen gewartet hätte. Das hätte dir vielleicht noch ein bisschen Stärke gegeben. Und ist klar, also Mentoron, der hatte da schon Kanonentürme gebaut. Oh, die helfen dir so übelst in der Defensive. Also das ist schon gewaltig, ne? Aber was richtig gut war, damit hast du Mentoron richtig wehgetan, dass du mit den Schützen von unten links und von unten rechts kamst. Leider nur nicht time genau mit den anderen, weil ich habe schon gesehen, du hast unten vermutet, dass der Mentoron unten rechts seine Hauptbase hat, ne? Ja. Ja, ja. Dass er zumindest noch ein Kraftwerk stehen hat. Ja, eben. Und dass man zumindest diese Frontbase sozusagen rausnimmt, damit er sich da nicht weiter hin positionieren kann. Er war auch schon richtig gedacht. Ungewöhnlicherweise ist er da aber diesmal nicht gespawnt, sondern Mitte rechts. Boah, da hat er ja einen ganz kurzen Weg. Und dann habe ich mich ja noch verfahren. Ich habe ja noch einen kleinen Umweg genommen. Über Hamburg. Schade. Was soll's, ne? Bei mir kam das Geld nicht ran, weil ich da die Raffinerie so blöd gesetzt habe. Am Anfang. Ja, wenn man sich da vertut, dann hat man da echt ein arges Problem. Und das habe ich bei dir definitiv gesehen, dass du dich da verbaut hast. Das war zu offensichtlich. Ja, die war echt so nämlich da. Du, ich glaube, das haben wir alle mal, dass wir uns verbauen, ne? Ja, klar. Ja, wunderbar. Gudi, dann vielen Dank fürs Match. Dann lass uns mal nach oben zu den anderen. Und dann checken wir mal die Lage ab, wie das andere Match aussieht.